Wenn Sie an Klimawandel denken, was löst das bei Ihnen für Gefühl aus? Ja, jetzt ist im Moment eine Katastrophe, oder? Und ich habe das Gefühl, wird Ihnen noch schlechter. Das ist der Anfang vom Ende, vermutlich dann. Hauptsächlich Frustration. Sorgen, also, weil es ist sicher etwas Reales. Hoffnungen sind klein, weil Politiker einfach nicht so die Besten sind momentan, die wir haben. Wir haben nichts gemacht. Und das ist auch unsere Generation dort. Bin ich manchmal traurig. Eine gewisse Angst, die man hat, dass man nachher mit dem Klimawandel und so wie nicht überlebt. 37% der Schweizerinnen und Schweizer haben Angst vor dem Klimawandel. Sogar mehr als die Hälfte, 53%, sind traurig, wenn sie an den Klimawandel denken. Sorgen machen sich auch die jungen Leute. Aber sie bleiben nicht dabei stehen. Wenn Sie von den Klimastreiks hören, was löst das bei Ihnen für Emotionen aus? Der Power, den Sie haben. Ich bin voll nicht Fan von diesen Klimastreiksachen. Die Leute, die das ansprechen, die eigentlich dagegen sind, die betrachten den halt eher als lächerlich und so und nehmen den halt voll nicht ernst. Eigentlich positiv, dass sie etwas machen, dass auch die Jungen für einstehen. Auf der anderen Seite auch eigentlich falsch, weil die Älteren müssten ein bisschen da mehr machen. Das ist halt mit der Zeit schon ein bisschen mühsam. Ja, auch die Klimastreiks lösen ein breites Spektrum an Gefühlen aus. Die Positiven überwiegen dabei. 32% der Schweizerinnen und Schweizer sind begeistert, wenn sie an Fridays for Future denken. Und eine Mehrheit unterstützt die Hauptforderung der Klimajugend, die Schweiz bis zum Jahr 2030 klimaneutral zu machen. Machen Sie etwas in Ihrem Alltag gegen den Klimawandel, um dort den persönlichen Einfluss zu reduzieren? Also jetzt noch nicht gerade, dass ich Vegetarier geworden bin, aber es hat dazu geführt, dass ich schon mehr darauf schaue oder zusammen beim Fliegen denke, soll ich jetzt wirklich so weit fliegen? Sicher kein Plastiksäckchen mehr. Ja, Reisen ist halt immer ein bisschen schwierig. Also dass man halt schaut, dass man nicht immer mit dem Flugzeug geht. Wir haben Photovoltaik, Warmwasser, wir haben aufdoppelt mit Isoflock. Nein, ich muss so ehrlich sein und sagen, individuell bin ich im Moment eher klimaschädlich unterwegs. Ich gebe ganz ehrlich zu, dass ich zu wenig mache. Denke ich, um irgendetwas zu beeinflussen, ich esse immer noch Fleisch. Und wie sieht das bei der gesamten Schweizer Bevölkerung aus? Mehr dazu erfahren Sie im Kundenbarometer erneuerbare Energien von der Universität St. Gallen.